Wer die Schiffe hat, hat die Macht. Das bekommen gerade diejenigen zu spüren, die die Container auf die Schiffe bringen, die Spediteure. Die Frachtraten je Container sind explodiert. Willem van der Schalk, ein bekannter Name unter den Spediteuren, kann ein Lied davon singen. Teilweise sind die Preise bis zu 700% höher als im Vergleich von 2019. Die Reedereien rechnen das an uns ab und ja. Sie diskutieren auch nicht mit uns, sondern das ist eine Methode, take it or leave it. Die Kritik richtet sich zum Beispiel gegen die Reederei Hapag-Lloyd, die gerade Milliardengewinne einfährt. Die Raten sind seit 2 Jahren auf einem relativ hohen Niveau. Das liegt vor allem daran, dass es keine Kapazitäten gibt. Wir suchen händeringend nach leeren Schiffen, die wir chartern können oder die wir kaufen können. Es gibt keine Kapazität. Und bei einer hohen Nachfrage und geringer Kapazität gibt es eben ein solches Preisniveau. Dabei gibt es einen noch größeren Streitpunkt. Die Herren der Schiffe drängen Spediteure teilweise aus dem Markt. Die Reederei Hamburg Süd etwa lässt Spediteure abblitzen, deren Container man bislang transportiert hatte. Das erfuhr etwa der Adressat dieses Schreibens vom Dezember. Hamburg Süd werde leider zukünftig keine Möglichkeiten mehr haben, Geschäfte anzubieten. Die Reedereien nutzen diese Situation schamlos aus. Man möchte die ganze Logistikkette von A bis Z selber abbilden. Man möchte nicht mehr mit Spediteuren zusammenarbeiten, Überseespediteuren, sondern man möchte alle Dienstleistungen im eigenen Hause anbieten. In einer Stellungnahme teilt Hamburg Süd mit, man setze neue strategische Schwerpunkte auf bestimmte Kundengruppen. Man verstehe, dass dies nicht von allen begrüßt werde. Hart für kleinere Spediteure. Willem van der Schalk plädiert für einen langen Atem. Es kommen auch wieder Zeiten zurück, wo die Reeder händeringend nach Frachten suchen, nach Containerfrachten oder Containern suchen, die wir dann laden. Und you always meet twice. Derweil hoffen die Spediteure, dass die Kartellbehörden die Übermacht der Reeder brechen werden. In den USA sind sie schon aktiv, vielleicht bald auch in Europa.